Ich kann niemanden speziell andrücken, vor allem weil ich jetzt die Nata und Kiba unbedingt dabei haben will. Brauchte beiden, ganz dringend. Hier, Nummer 2 fehlt uns noch. Das ist einer. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Ninja-Infokarten fehlen uns noch. Nicht schlecht. Titel? Eieiei, da fehlen uns noch so einige. Sammlungen, Tutorial. Mann. Ich kann mir das angucken. Ich möchte Kiba und Hinata jetzt mitnehmen. Wo um alles in der Welt kann ich das jetzt machen? Ich weiß, wir haben noch nicht viel gemacht. Tut mir auch wahnsinnig leid. Nur ich möchte mich jetzt auf die nächsten Puppen stürzen. Also zwei, drei Kämpfe mal machen. Nichts machen. Ich kann kein aktuelles Team. Ich kann nichts machen, Leute. Das ist scheiße. Das ist unendlich scheiße. Hoppala. So, die mit den Häkchen haben wir alle schon. Scheint nicht mehr zu viel zu sein. Eine Windwüste. Schimaus Versteck. Konoha-Wald, Konoha-Wald, Konoha. Todeswald. Schimaus Versteck. Ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt dazu kriege. Muss jetzt ohne die gehen. Sonst keinen Plan. Vielleicht könnt ihr uns mal in die Kommentare schrotten, wie genau das funktioniert. Aber wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen. Mal so zwei, drei Kämpfchen mal machen. Dann ist wahrscheinlich die Folge auch bald zu Ende. Wahrscheinlich die Aufnahmesession wieder zu Ende. Und dann begeben wir uns in der nächsten Folge. Weil wir müssen ja auch mal ein bisschen jetzt so nebenbei mal machen. Das gehört dazu. Hör auf zu jammern. Das weitere müssen wir noch Tontons Perlen suchen. Hier Trainingsplatz habe ich schon.
Na, ja, hier befindet sich niemand. Voll süß. Okay, weiter geht's. In den Todeswald rein und so. Entschuldigung. Hier kommen wir nicht rein. Da oben ist nichts Spezielles, oder? Ist das oben der Tontons Perle? Man weiß ja nie. Nein, das sind Sprengpilze. Pilze, die machen. Da haben wir doch welche. Sonst irgendwas hier, weil das ist, glaube ich, jetzt nichts gewesen, ne? Hochwertiges Krötenöl. Nee. Gut, ihr beiden. Haha, ich habe eine Kopie entdeckt. Neutralisieren. Du hast die geringste Chance, du doofe Kopie. Jetzt komme ich. Ich will noch mehr auswählen können. Es ist zum Heulen. Ich kann hier nichts machen, ich kann hier nichts machen. Ich kann hiermit nichts machen. Das ist zum Kotzen. Ja. Gegen Azuma. Ich hätte lieber gegen Dingens gekämpft. Gegen Shikamaru, der ist ein bisschen schwächer. Azuma ist eine harte Nuss, ey. Geschwindigkeit plus 5, feindliche Chakra, Angriffe nimmt Chakra weg. So, mal ganz schnell hier, ne? Komm, ich hab... Das meine ich, ey. Azuma ist so mächtig, Alter. Schön in den Rücken rein. Ja, das, was ich jetzt in einem Angriff übergeändert hier. In einem Angriff hat er das gezogen, was ich jetzt mit zwei Rasengans gemacht habe, Digga. So, ich werde mal die Verteidigung ein bisschen aufbauen. Was war das denn jetzt? Und was zum Fick war das denn jetzt? Ey, ich bin ausgewichen! Oh, Alter! Nicht dein Ernst! Ach du Scheiße, wiederholen! Fuck, ey. Die Ladezeiten, das ist so unnötig. 100% direkt. Ja, ich weiß. Ja, und trotzdem habe ich das Chakra verloren. Das ist so unnötig. Scheiß Kerl, Alter. Ja, nee, ist klar. Ey, ja, weiß, ich habe ihn schon längst getroffen. Alter. Ich habe ihn schon längst getroffen und dann hat er noch diesen Schutz drinne. Und kann dann trotzdem noch plötzlich, obwohl er es schon längst getroffen habe, immer noch seine Verteidigung aufbauen, oder was? Piss dich jetzt mal! Scheiße!
verpiss dich jetzt mal! Komm schon! Piss dich jetzt! Geschafft! Das haben wir noch gerade so hingekriegt jetzt, ey. Sah am Anfang gerade nicht so wirklich gut für uns aus. 1650, 1980. Daidara! 810.000 Sturmpunkte erreicht. Alter Schwede. Ninja Sprint mit 2x A. Drücke Y, um Schalke aufzuladen. Nutzen zweimal im Folge und so mächtige Geheimtechnik eins. Ach so! Ja, musst du erstmal wissen. So, weiter geht's. Heilen können wir uns dann, wenn es soweit ist. Das ist nicht einmal Tontons Perle. Da ist nämlich gerade einer abgehauen. Im Wald des Todes müssten sich auch welche verstecken. Beziehungsweise aufhalten. Das hier wäre ein prädestinierter Platz. Aber dann haben wir Tontons Perle gefunden. So, gehen wir mal weiter. Geh in die falsche Richtung. Was? Ach, Digga. Ich will noch ein paar Puppen sammeln. Du blöd. Jo, dann müssen wir den ganzen Weg zurückdödeln. Drüber springen! Ja, ich bin schnell drüber gesprungen, trotzdem geht's kaputt. Bin wie ein Düsenjet. Halt! Es kotzt mich immer noch an, dass ich einfach keine Kollegen mitnehmen kann, ey. Na, du Sau! Dann werden wir uns jetzt mal direkt in die nächste Richtung begeben. Ladezeiten, Digga. Hallo? Oh, Naruto, gutes Timing! Ich wollte gerade nach dir suchen! Nach mir? Warum? Hey, wer ist denn das? Oh, das ist Midori. Sie wohnt in meiner Nachbarschaft. Du bist Naruto Uzumaki, oder nicht? Ich, Hä? Was? Ich bin dein größter Fan. Mein Fan? Hast du gesagt, du wärst mein Fan? Ja, ich habe dich vor langer Zeit bei der Schulenprüfung kämpfen sehen. Und das war echt irre. Also seitdem bin ich dein Fan. Wahnsinn! Ich meine, super! Ich gehe jetzt auf die Ninja-Akademie, damit ich eines Tages vielleicht mal mit dir auf eine Mission gehen kann. Und gerade bin ich Genin geworden. Mit mir? Es freut mich, dass du das sagst. Stimmt, Sakura? Warum tust du auch immer so bescheiden? Oh Mann! Aber der Lehrer hat gesagt, ich hätte nicht genügend praktische Erfahrung. Er hat mir aufgetragen, andere Ninja im Kampf zu beobachten und zu studieren. Wirklich? Aha. Und komm schon, komm schon. Sogar ein Idiot wie du sollte mittlerweile wissen, worauf sie hinaus will. Nenn mich nicht einen Idioten, aber ich hab's kapiert. Du willst einen Sparring mit mir und ihr einen echten Kampf zeigen, richtig? Ja, ja. Das machst du doch, oder? Einem netten kleinen Fan zuliebe. Okay.
Ich helfe dir. Danke. Ich muss ihr also nur einen richtigen Kampf zeigen, ja? Das sollte kein Problem sein. Naruto, ich sage es dir nur einmal. Das ist kein Spiel. Wir müssen beide alles geben. Ja, natürlich. Gut, fangen wir an. Pass gut auf, Naruto. Wie soll ich? Nope. Schluck, du Sau. Das hatte ich neue Chance, Digga. Sakura ist jetzt nicht so die Starke, wenn ich mich recht entsinne. Aber mit so wenig Leben kann auch sie extrem gefährlich werden. Kratz, 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 kratz. Los, Digga, mach hin.